Hallöchen, Hallöchen. Ich zeige dir, wie du aus Kastanien solch ein Waschmittel herstellen kannst. Und wie du siehst, schäumt dieses Wasser schon. Das liegt daran, dass Kastanien Saponine enthalten. Das ist der Stoff, der quasi das Wasser zum Schäumen bringt, was diese Wascheigenschaft hat. Wie es aber dazu kommt, zeige ich dir jetzt in folgender Schritt-für-Schritt-Anleitung. Deswegen habe ich mir hier schon mal meinen Mixer vorbereitet und ich schwenke mal nach rechts, links, Entschuldigung, einen ganzen Beutel voller Kastanien noch gesammelt, denn jetzt ist ja gerade noch Kastaniensaison und ich hatte Glück, dass ich zufälligerweise vor der Haustür einen Kastanienbaum habe und ich mal schnell nach der Arbeit welche sammeln konnte. Und was gibt es denn Besseres als ein kostenfreies Waschmittel, das ja mehr oder weniger vor der Haustür liegt und es ist gut für die Umwelt, es ist frei von Chemie und es belastet somit weniger, ja, die Umwelt, hab's ja gerade gesagt, und halt deinen Körper. So, ich schwenke mal kurz auf meinen Mixer um. So, ich fülle ein paar Kastanien in den Mixer hinein. Ich muss dazu sagen, das hier ist ein Hochleistungsmixer. Bitte komme nicht auf die Idee oder versuche es erst gar nicht mit einem Pürierstab oder mit einem normalen Standmixer die Kastanien zu zerkleinern. Einfach aus dem Grund, weil die schaffen das nicht. Du machst dir deinen Mixer komplett kaputt und du hast dann halt keine Freude an deinem künftigen kaputten Gerät. Ich habe es mit anderen Nüssen probiert gehabt, aber das. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da. Ah nein, es waren gefrorene Bananen, aber dann machst du auch Mixer kaputt. Also, wenn du vorhast, dir die Kastanien zu zerkleinern, nimm bitte einen Hochleistungsmixer. Es muss nicht unbedingt das teuerste der teuersten Geräte sein. Das reicht auch völlig zu. Wie gesagt, Kastanien sind knochenhart, also mit Vorsicht zu genießen. Ich habe hier bei mir den feinsten Mahlgrad und benutze hier das Ice Crushen. So sieht dann der Spaß aus. Es ist einfach nur gehäckseltes, sage ich mal so. Und das kommt jetzt einfach nur auf ein Backblech und wird da getrocknet. Und habe da mal was vorbereitet. Das liegt jetzt schon seit, glaube ich, 2 Tagen einfach nur im Backofen, ohne dass er an ist. Und trocknet da fröhlich vor sich hin. Man muss halt aufpassen, dass es halt auch wirklich trocken gelagert wird, weil man möchte ja nicht, dass die Kastanien schimmeln oder so. Deswegen einfach mal ab und an ein bisschen wenden, den Spaß, damit auch wirklich alles, ja, trocken wird. Das fülle ich dann bei mir in einen Stoffbeutel und das wird dann halt so gelagert. Du kannst es natürlich auch in einer Metalldose trocknen. Das ist auch möglich oder gar kein Problem, besser gesagt. Wie es dir dann halt beliebt oder was du das halt machen willst. Ich rate dir halt nur, mach's halt dunkel. Oder lass es halt dunkel trocknen. Oder trocknen, so dunkel und trocken muss es sein. Meine Fresse, jetzt habe ich's. Genau, und ist der Spaß dann, stell's mal kurz beiseite. Ist der Spaß dann trocken und du bist dann halt so weit, dass du sagst, okay, ich möchte gerne meine Wäsche waschen. Dann gibt es halt zwei Varianten. Einmal hier in der Flasche. Du kannst, also das Rezept, sage ich jetzt mal, ist 3 Esslöffel auf 300 Milliliter.
Hier sind 3 Esslöffel drin. Hier sind aber mehr als 300 Milliliter Wasser drin. 300 Milliliter ist ungefähr die Höhe. Den Rest habe ich einfach aufgefüllt. Weil mir ist das persönlich egal, ob da jetzt 300 oder 400 oder 500 Milliliter drin sind. Weil ich kippe dann diese gesamte Flüssigkeit sowieso in die Waschmaschine. Also von daher ist das Wayne. Ich habe, du kannst diese 3 Esslöffel dreimal verwenden. Die ist am Anfang relativ dunkel. Das ist jetzt nur so hell, weil das ist die 3. Runde, die ich jetzt damit wasche. Im Normalfall ist es halt auch viel, viel dunkler. Also es ist dann auch, wenn du das erste Mal das ansetzt, sag ich mal so, ist es wirklich dann so dunkelbraun, die Flüssigkeit, nur halt ohne Gemisch. Also so ungefähr diese Bräunlichkeit hat es dann im Normalfall. Und das ist eine Woche lang haltbar. Und solltest du aber sagen, Mensch, scheiße, ich brauche jetzt unbedingt, ich muss jetzt sofort Wäsche waschen und möchte nicht extra das Wasser einlegen, weil bei dieser Variante, ich rede gerade ein bisschen durcheinander, hier ist es so, dass du das einfach über Nacht stehen lässt oder einfach nur ein paar Stunden, 8 Stunden circa, einfach nur in diesem Wasser einweichen lässt und dann kannst du es am nächsten Tag verwenden. Ich mache es halt immer über Nacht, das ist für mich das Praktischste überhaupt. Du kannst aber auch, wenn du halt sofort Wäsche waschen möchtest und halt keine Zeit hast, das über Nacht einweichen zu lassen, dann kochst du einfach das bisschen, circa eine Viertelstunde auf, lässt es leicht sieden und verwendest dann halt diesen Sud und kannst es halt ein bisschen abgekühlt, wäre schon geil, dann halt direkt in die Waschmaschine geben. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die 3. Runde, genauso wie die andere Flasche. Das ist jetzt halt auch die 3. Runde. Ich wasche momentan sehr viel, deswegen habe ich gleich 2 Flaschen hier gemacht. Das ist normalerweise nicht meine Waschmenge, sage ich mal so. Ich bin ja nur eine einzelne Person und was soll man da großartig rumwaschen. Aber momentan habe ich sehr viel gewaschen. Ich habe halt mein ganzes Bett gewaschen. Kopfkissen, Bettdecke, Bezüge, den Matratzenschoner, alles. Ich habe das alles komplett einmal in die Waschmaschine gehauen und das kriegst du natürlich nicht mit einem Schwung hin. Deswegen gleich 2 Ladungen, damit du es überhaupt mal nachvollziehen kannst. Plus natürlich die Alltagswäsche, die noch dazu kommt. Das läppert sich dann schon ein bisschen. So, ich nehme dich mal mit ins Bad. Ich habe da nämlich mal was vorbereitet. Mal von meiner Wäsche in der Waschmaschine abzusehen, habe ich halt hier schon mal Dinge gezeigt, also zeige ich dir hier Dinge, die ich halt zum Waschen aktuell verwende. Angefangen habe ich mit Waschnüsse, die ich mir im DM gekauft habe. Es steht auch hinten drauf, wie viel Waschnüsse man verwenden soll, also 6 bis 7 halbe Schalen bei ca. 3 Kilo. Ich habe hier eine 7 Kilo Waschmaschine, also kannst du es dir dementsprechend berechnen. Der Sack war noch mit dabei und hier habe ich auch schon Waschnüsse drin, die ich verwendet habe, bevor ich auf Kastanien umgestiegen bin. Mein Weichspüler ist Essig. Ich habe jetzt mal beide Varianten hingestellt, weil es ist eigentlich egal. Hauptsache es sind 5% Säure drin. Welchen Essig du da aber verwendest, ist egal. Der Essig sorgt dafür, dass die Wäsche weich ist und bleibt und dient auch gleichzeitig dazu, ein bisschen zu entkalken. Hier, da wo ich wohne, ist das Wasser sehr, sehr kalkhaltig, deswegen möchte ich gar nicht auf Essig verzichten, zumal ich es auch gar nicht möchte, dass meine Wäsche irgendwie hart und steif wird. Das mag ich bei Handtüchern, wenn ich da so einen halben Peeling-Effekt habe, aber nicht bei meiner Kleidung. Das mag ich nicht. Und für die Leute, die dann sagen, ja, und Essig, das macht die Waschmaschinen kaputt und die Dichtungen und hast du nicht gesehen? Ja, das ist richtig, das macht die Dichtungen und Schläuche und hast du nicht gesehen kaputt.
sofern du aber zu viel verwendest. Ich bin, siehst du auch gleich sehen, ich nehme halt nur einen Schluck und das reicht völlig zu. Und dieser Schluck macht halt die Waschmaschine nicht kaputt. Man kann natürlich auch, um sich seine eigene Meinung zu bilden, auch im Internet noch recherchieren. Es gibt unter anderem Haushalte, die waschen mit diesen Verfahren zum Beispiel schon 20 Jahre lang. Und da ist noch keine einzige Waschmaschine dabei kaputt gegangen. Sollte dir dabei das Schnuffelige, der Geruch fehlen vom Weichspüler, kannst du natürlich auch wie hier ätherisches Öl dazu verwenden. Ich mache selber nicht, habe es jetzt einfach nur als Beispiel halt mit hingestellt gehabt. Und ja, mehr ist es gar nicht. Das Sieb nehme ich, wirst du dann auch gleich sehen, um die Flasche auszuleeren, weil ich möchte ja nicht diese ganzen Stückchen mit in meiner Waschmaschine haben, weil dann würde ja alles verstopfen. Und man muss auch bedenken, weil falls man jetzt den Gedanken hat, ja gut, ich kann ja auch einfach nur diese Kastanienstückchen, anstatt im Wasser einzuweichen, halt direkt in dieses Säckchen packen und dann ist gut. Das Doofe ist aber, dass Kastanien auch abfärben. Also bei weißer Wäsche würde ich das Kastanienwaschmittel zwar natürlich empfehlen, natürlich klar. Geht doch aber bitte, verwende dazu noch ein bisschen Soda, Natron, etwas natürlich Bleichendes, sage ich mal, so ein entschonenderes Verfahren. Aber mach dich bitte wie immer überall bitte vorher erstmal im Internet schlau und recherchiere ein wenig und dann bist du auch auf der sicheren Seite. So, ich mache hier mal meinen Deckel zu und switche noch mal kurz um. So, du hast jetzt die Ansicht auf mein Waschmittelfach der Waschmaschine, Hauptspüler, Vorwäsche und hier ist der Weichspüler. Ich kippe das jetzt gleich in Sieb, wie du sehen wirst, und damit ich halt, weil es wird auf jeden Fall was ins Sieb reinfallen, kommt dann halt unter dem Sieb dann eine Schale, damit ich mir dann halt nicht direkt die Waschmaschine nochmal ein bisschen voll sauber, weil ich einfach mal viel zu faul dafür bin, nochmal einen Lappen zu nehmen und diesen kleinen nassen Fleck auf der Waschmaschine wegzuwischen. Ja, die Faulheit siegt. So, ich kippe jetzt einfach den Spaß hier rein. Die Kastanien kannst du dann einfach in die Biotonne schmeißen oder auf den Kompost geben und das war's. Mehr kippe ich gar nicht aus, weil dann hätte ich nur diesen ganzen Klatteradatsch da in meiner Waschmaschine oder im Sieb. Das muss ja nicht sein. Da mache ich mir ja nur unnütze selber Arbeit. Und da ich eh mehr Wasser benutzt habe, kommt es halt auf diese paar Milliliter halt auch nicht mehr drauf an. So, dann noch ein kleiner Schluck. Reicht schon. Essig. Ich mache noch nicht mal halb voll ist der Weichspüler. Das Fach. So, Deckel zu. Und hier ist die Frontansicht von meiner Waschmaschine. Ich habe hier nur pflegeleichte Sachen drin. Somit reicht es auch für mich bei 800 Umdrehungen zu schleudern. Und ich werde es bei 30 Grad waschen. Warum? Weil es energieschonender ist. Die Waschmaschine braucht weniger Strom, um auf 40 Grad hoch zu waschen. Und die Wäsche, ist es egal, ob sie jetzt bei 40 oder 30 Grad gewaschen wird. Sauber wird sie so oder so. Und bei 800 Umdrehungen wird meiner Meinung nach die Wäsche genauso gut trocken und nicht danach müffeln, wie bei 1400 Umdrehungen. Deswegen auch hier werde ich zum Stromsparen die Umdrehung etwas weiter nach unten stellen. Ja, und das war's schon. Mehr brauchst da gar nicht. Ich drücke einfach auf Start. Ich habe halt hier so eine Waschmaschine, sie berechnet jetzt die Kilogramm, die ich halt drinne habe und halt das Wasser, was sie halt verwenden wird. Das ist natürlich von Waschmaschine zu Waschmaschine unterschiedlich. Und daraufhin berechnet sie dann halt am Ende halt die Zeit. Gut, jetzt habe ich halt noch meine Waschmaschine mit erklärt. Aber nun gut. Ja, das war's auch schon. Ich werde jetzt den Rest meiner Kastanien, die ich halt hier so drinne habe, die werde ich jetzt
entsorgen. Und ja, das war's. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Achso, und du kannst halt nicht nur Waschnüsse verwenden oder halt Kastanien, sondern auch zum Beispiel Efeu. Das habe ich jetzt noch nicht verwendet. Aber du weißt, zumindest jetzt, dass Efeu auch Saponine enthält und könntest es gegebenenfalls auch verwenden. Judy, er hat es berechnet. Wie man hört, fließt schon das Wasser rein. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao!